Guten Morgen zusammen, ein gut gelaunter Jörg Thaddäus. Schön, dass Sie uns heute durch die Veranstaltung führen. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Präsident Hörmann, Herr Präsident Schirmweg, Herr Präsident Freiherr zu Guttenberg, Herr Präsident Wilke, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich grüße unseren Waldbeauftragten, Herrn Cäsar, und ich grüße auch den Chef unserer Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe, Herrn Dr. Schütte. Ich grüße Sie alle hier heute bei uns. Schön, dass Sie da sind. Und heute, die Zentralveranstaltung, die wir hier haben, ist zwar ein wesentlicher, aber nicht der einzige Baustein unserer Deutschen Waldtage 2018. Es ist ein Mosaikstück eines großen, wunderbaren Bildes, und dieses vollständige Bild gibt es erst dann, wenn wir nach draußen schauen, quasi in den Wald oder die verschiedenen Wälder in Deutschland. Bei 205 Veranstaltungen, ich hatte noch die Information, dass wir 200 hätten, aber dann sind wir, es geht immer noch eins drauf, Herr Thaddäus. In ganz Deutschland findet jeder das, was ihm zusagt, und das ist diese Vielfalt für passende Aktivitäten. Dass dies möglich ist, sehr geehrte Damen und Herren, das verdanken wir den Forstleuten, den Waldeigentümern und den vielen ehrenamtlichen Helfern. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei all den Menschen bedanken, die uns dieses Wochenende so wunderbar erfahrbar machen in ganz Deutschland, und dass wir aktiv teilnehmen können im Wald und den Wald auch anders wahrnehmen können. Herzlichen Dank all denen, die sich hier beteiligt haben. Der deutsche Wald, sehr geehrte Damen und Herren, ist nicht nur Erholungs- und Sportraum, er ist aber auch Wirtschaftsraum. Auch das gehört dazu. Wald- und Holzverwendung sind unsere besten Klimaschützer. Ich bezeichne den Wald deshalb sehr gerne als Multitalent, denn er erfüllt ja viele Aufgaben. Sportler und Vereine nutzen ihn zum Training, Ausflügler zum Spazierengehen, zum Erholen. Forstleute ist der Wald Arbeitsplatz und Waldbesitzern ist er Einkommensquelle. Für den Waldbesitzer bedeuteten Erholungssuchende und Sportler sicherlich mal ein Gesprächspartner, aber mehr Aufwand. Das müssen wir ja auch sagen, sonst würden wir ja heute so nicht darüber miteinander reden. Die Wege müssen in Ordnung sein. Müll muss entfernt werden, der Aufwand bei der Verkehrssicherung und bei der Holzernte, etwa durch zusätzliche Absperrungen oder Bürgerinformationen, sind immens. Und aus diesem Grunde, das ist auch unser Anlass, ist es wichtig, einen fairen Ausgleich zu finden der Beteiligten, Inanspruchnahme zur Verfügungstellung, und es ist wichtig, dass wir gemeinsam Lösungen finden. Ich will hier nur sagen, und das habe ich auch zugesagt, Herrn zu Guttenberg und auch Herrn Schirmweg, dass wir auch uns politisch zusammensetzen müssen, die Interessen des Bundesumweltministeriums, die Interessen von uns als Waldministerium, ich bin ja Waldministerin auch, dass wir die zusammenbringen müssen, wenn es um Schädlingsbekämpfung geht, wenn es aber auch darum geht, wie geht es mit welchem Maße bei Holzeinschlägen weiter. Da sind wir am Anfang, aber wir setzen uns da zusammen, und Ihre Botschaft ist auch angekommen. Ich freue mich sehr, dass wir für die diesjährigen Waldtage den Deutschen Olympischen Sportbund, drunter machen wir es nicht, und dass wir den Deutschen Forstwirtschaftsrat gewinnen konnten beziehungsweise mit ihnen kooperieren konnten. Ohne den Olympischen Sportbund und ohne den Forstwirtschaftsrat sowie engagierte Waldeigentümer hätten wir die Deutschen Waldtage schon von Beginn an überhaupt nicht zu den Bürgerinnen und Bürgern bringen können. Und ich freue mich, dass dieses Kooperationsangebot weitergetragen wird. Die Zusammenarbeit ist strategisch, das ist gut, es gibt eine Vereinbarung. Ich will am Ende nur sagen, es gibt so viele wunderbare, tolle regionale Veranstaltungen. Wald ist nicht gleich Wald, Region ist nicht gleich Region. Und in dieser Vielfalt liegt der Schatz auch unseres Landes. Und ganz Deutschland ist am Wochenende zu Gast im Wald. So, meine Damen und Herren, die Frau Ministerin hat es gesagt, es gibt eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Deswegen darf ich Ihnen jetzt einen Mann ansagen, der aus einer tollen Waldgegend kommt. Bitte begrüßen Sie den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbunds. Hier ist Alfons Hörmann, meine Damen und Herren. Ja, herzlichen Dank für den guten Morgengruß, der einen gedanklich naturgemäß dann in den Kemptner Wald Richtung Allgäu holt. Liebe Frau Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Waldfreunde, ich mache es in der Zusammenfassung.
Wir hatten gestern ja bereits einen aus meiner Sicht sehr beeindruckenden Auftakt. Von den 101 Mitgliedsorganisationen, ich denke für Sie ganz wichtig, sind 37 gemäß unserer Analyse, die unmittelbar mit dem Wald oder im Wald unterwegs sind. Circa 4,5 Millionen unserer Mitglieder sind den direkten, ich sage es jetzt mal bewusst, Waldsportarten zuzuordnen. Dann ist gerade gestern Abend bewusst geworden, dass ich persönlich auch nirgends mehr als im Wald unterwegs war. Und wenn man dann den geistigen Film des Lebens ablaufen lässt, stelle ich für mich fest, die schönsten Momente, ob mit oder ohne Sport, habe ich im Wald erlebt. Es ist daher im Rückblick eigentlich, Herr Schönbeck, verwunderlich, dass wir erst seit wenigen Jahren im Gespräch sind. Und ich denke, die Kooperationsvereinbarung ist gerade deshalb ein erster und wichtiger Schritt. Und Herr Schönbeck, Sie haben gestern so schön gesagt, Sie mussten sich in Ihren Reihen dafür rechtfertigen und mussten an zahlreichen Stellen erklären, warum macht es denn überhaupt Sinn, eine solche Kooperationsvereinbarung einzugehen. Ist gestern aber auch bewusst geworden, und das war ja in der Podiumsdiskussion auch ein Punkt, ich denke, die einzige Chance für Sie als Forstwirtschaftler, wenn ich es mal pauschal formulieren darf, die Dinge einigermaßen zu regeln, ist die Zusammenarbeit mit dem organisierten Sport. Denn wie der Name schon sagt, er ist organisiert. Suchen Sie mal einen einzelnen Waldläufer oder Mountainbike-Fahrer und versuchen Sie mit dem die Dinge zu regeln. Im Falle von Vereinen, im Falle von Organisationen, von Verbänden gibt es die Verantwortungsträger. Damit ist noch nicht automatisch gesagt, dass es keine Probleme gibt und damit ist auch nicht automatisch gesagt, dass nicht Fehler passieren. Aber Sie wissen zumindest, bei uns im Bayerischen sagt man, wen Sie am Ohrwatschel ziehen können. Punkt, Punkt, Punkt. Und das erleichtert ja zumindest schon mal die Frage, wie schaffen wir es in den Dialog und in den Diskurs zu kommen. Und deshalb möchte ich es ausdrücklich und klar sagen, weil es gestern ja zwei oder dreimal auch die Frage aus dem Podium war, bieten wir Ihnen das Gespräch über alle Ebenen an. Das können die großen Themen national über den DOSB sein. Ich sage aber durchaus auch für die gesamte Sportorganisation, auch ein jeder der 90.000 Vereinsvorsitzenden wird sich am Ende mit ihren Themen beschäftigen, wenn er an irgendeiner Stelle gefordert ist, das im Rahmen seiner Verantwortung zu tun. Und ich denke, gerade in dem Punkt liegt eine logische Antwort, warum die Kooperationsvereinbarung im Grunde nur von Vorteil sein kann. Deshalb lassen Sie uns an der Stelle über gemeinsame Wertschätzung, gemeinsame Kommunikation diskutieren. Unser Angebot Sport Deutschland mit den 27 Millionen Mitgliedschaften steht Ihnen im Sinne der Kooperationsvereinbarung zur Verfügung. Lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken, wie können wir über die regionalen Tagungen und über viele Möglichkeiten auch in den neuen Medien das Thema der Kooperation noch aktiver leben, im Sinne von tue Gutes und rede darüber. Wir wollen und werden das in dem Sinne umsetzen und insbesondere den Brennpunkt Mountainbiken, das wäre unser Angebot und unser Wunsch, weil das in Süddeutschland an vielen Stellen ja nach wie vor ein echtes Sorgenthema ist, wäre unser Angebot, lassen Sie uns das im Laufe der nächsten 12 bis 18 Monate zum Schwerpunkt unserer Arbeit machen. Man soll sich ja gerade den großen Herausforderungen widmen. Stichwort Verkehrssicherungspflicht als letzten Punkt meiner Themenliste. Ein Punkt, der Sie als Waldbesitzer, als Forstverantwortliche betrifft. Kurz und einfach formuliert, wir sind 100% an Ihrer Seite in dem klaren Ziel, dass es dazu keinerlei Verschärfungen gibt. Jetzt machen wir etwas sehr, sehr Aufregendes. Sie sind höchstwahrscheinlich alle verwöhnt von modernen Medien und von FaceTime und von Skype und wissen, mein Gott, es ist doch überhaupt kein Problem, sich zusammenzuschalten mit anderen Orten. Es ist allerdings so, wir wollen zu diesen unterschiedlichen, also wir haben drei ausgesucht, zu drei Veranstaltungen jetzt tatsächlich schalten an unterschiedlichen Orten in Deutschland und es ist eben nicht so leicht. Wir begrüßen Sie, Herrn Schirmbeck, meine Damen und Herren, von gestern Abend haben Sie schon gehört. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. So, unsere erste Station ist ganz im Westen, Remscheid, da
Oh wow, da seid ihr ja alle. Hier unten kann man es aber. Sie sehen uns hier unten. Hallo. Dann sehen Sie da eine junge Försterin ganz oben in Stromberg. Die Ministerin hat ihre Heimat sofort erkannt. Dieses kleine Bild hat ausgereicht. Das ist der Sohnwald-Erlebnistag, an dem wir uns da jetzt noch nicht ganz beteiligen. Denn der findet, wenn ich das richtig weiß, erst am Wochenende statt. Die junge Försterin, die wir kennenlernen, ist Anne-Sophie Knob. Und die Dame, die an ihrer Seite steht, ist vom Vorstand von Flowtrail. Das ist Jutta Kleeberg. Einen wunderschönen guten Morgen zu Ihnen nach Rheinland-Pfalz. Ja, also ganz kurz, wir sind noch nicht so weit wie die anderen Standorte, wie Sie gerade schon gesagt haben. Wir stecken hier gerade noch mitten in den gemeinsamen Vorbereitungen. Unser sportlicher Sohnwald-Erlebnistag, das ist die Hauptveranstaltung der Deutschen Waldtage in Rheinland-Pfalz, der findet am Sonntag statt. Wir starten am Sonntag mit Waldgottesdienst, Sternwanderungen und genau, unser Hauptpartner ist eben der Flowtrail-Verein, heute vertreten durch Frau Kleeberg, die jetzt ihre Frage richtig beantworten wird. Ja, wir engagieren uns am Sonntag mit geführten Mountainbike-Touren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Heute fahren wir alle Strecken noch einmal ab, damit am Sonntag nicht schief gehen kann. Auf den mit Landesforsten abgestimmten Streckenverlauf nehmen wir jetzt den Trailcheck vor. Es wird zum Beispiel Totholz entfernt und überhängende Brombeerzweige wird abgeschnitten. Sascha, wie sieht's aus? Kann der Sonntag kommen? Sind alle Elemente in Ordnung? Ja, die erste Strecke habe ich heute Morgen schon abgefahren und ist alles in Bestordnung. Hier am Übungsplatz habe ich nochmal alle baulichen Elemente kontrolliert. Sieht alles sehr gut aus, alles top in Ordnung. Der Sonntag kann kommen. Frau Klöckner, Sie haben ja Ihre Heimat schon erkannt, augenblicklich. Kennen Sie denn auch die Mountainbike-Strecken da? Also ich kenne nicht alle, aber diese kenne ich schon. Und ich selbst bin keine Mountainbikerin, eher Rennradfahrerin. Das ist im Wald nicht so ganz einfach. Aber nichtsdestotrotz ist es wunderbar dort im Sohnwald. Also ich grüße die Heimat sehr, sehr herzlich. Und würden Sie denn, wenn Sie jetzt Mountainbike fahren würden, können Sie sich vorstellen, was das für einen Reiz hat, die Strecken zu verlassen? Oh, das ist jetzt eine Fangfrage gerade. Eine Fangfrage. Also die Frage ist ja nicht der Reiz, sondern ob man dem Reiz widerstehen kann. Und insofern, wenn das... Jetzt kann ich Sie noch mal fragen, Frau Knob, wie oft passiert das in Ihrem Berufsalltag, dass Sie Leuten sagen müssen, fahrt mal nicht da, sondern bleibt auf den Strecken? Ist das Alltag oder passiert das eher selten, weil die Leute das, was Herr Schirmbeck gerade dargestellt haben, natürlich ja auch ganz einfach einsehen könnten? Das ist ja nicht schwer zu verstehen. Bleibt auf den Strecken. Also hier vor Ort passiert das eher selten. Und ich denke, das liegt aber auch daran, dass wir eben nicht einfach mit Verboten vorgegangen sind, sondern eine ganz tolle Kooperation zustande gebracht haben. Und eben diese Flowtrail-Strecke hier haben und den Übungsplatz und einfach gemeinsam zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Super, dann danken wir Ihnen beiden ebenfalls für Ihre Zeit. Wir grüßen nochmal in die Heimat der Bundesministerin. Vielen Dank. Vielen Dank an alle drei Stationen, dass wir uns heute stellvertretend für 205 Orte, an denen Deutsche Waldtage stattfinden, heute schalten durften. Vielen, vielen Dank.